Wir werden hier sehen, wie man eine Bewegung im 3D-Raum analysiert. Dazu nehmen wir das Beispiel einer Fliege. Fliege, die hier im 3D-Raum modelliert ist durch einen Punkt. Wir analysieren jetzt die Bewegung dieser Fliege. Um diese Bewegung deutlicher zu erkennen, hier die Laufbahn. Und um zu sehen, dass das effektiv eine Laufbahn im 3D-Raum ist, hier die Achsen sowie auch die Einheiten vom gewählten Bezugssystem. Um diese Bewegung zu beschreiben, beschreiben wir diesen Positionsvektor der Fliege in jedem Augenblick. Diesen Positionsvektor können wir schön zerlegen, je nach seiner Abszisse, seiner Ordinate und seinem Lot. Um jetzt deutlicher zu sehen, schalte ich das Lot, die Ordinate sowie die Zerlegung mal weg und wir konzentrieren uns jetzt auf die Abszisse von diesem Punkt Fliege. Diese Abszisse variiert im Laufe der Zeit. Also ist diese Abszisse eine Funktion der Zeit. Genau dasselbe für die Ordinate. Die Ordinate verändert sich im Laufe der Zeit, also ist diese Ordinate y eine Funktion der Zeit. Und genau dasselbe gilt fürs Lot. Auch das Lot ist eine Funktion der Zeit. Wir können also sagen, dass dieser Positionsvektor, nennen wir ihn R, dass dieser Positionsvektor eine vektorielle Funktion der Zeit ist, denn seine Abszisse ist eine Funktion der Zeit, seine Ordinate auch und sein Lot auch. Um die Geschwindigkeit in jedem Augenblick t zu bestimmen, bestimmen wir diesen Geschwindigkeitsvektor, der ebenfalls eine vektorielle Funktion der Zeit ist. Man erhält seine Abszisse, indem man die Abszisse vom Positionsvektor ableitet, man erhält seine Ordinate, indem man die Ordinate vom Positionsvektor ableitet und man erhält sein Lot, indem man das Lot des Positionsvektors ableitet. Man kann mathematisch beweisen, dass dieser Vektor v in jedem Augenblick tangent zur Laufbahn ist. Um die Größe von diesem Vektor zu bestimmen, das heißt um zu berechnen, wie groß die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde in jedem Augenblick ist, rechnet man einfach die Länge von diesem Vektor, das heißt seine Norm. Und die Norm eines Vektors berechnet man durch die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Durch diese Formel hier berechnet man also die Größe der Geschwindigkeit in jedem Augenblick t. Um den Beschleunigungsvektor zu berechnen in jedem Augenblick t, leitet man diesen Vektor v ab. Das heißt, der Beschleunigungsvektor hat als Abszisse die Ableitung der Abszisse vom Geschwindigkeitsvektor, als Ordinate die Ableitung der Ordinate vom Geschwindigkeitsvektor und als Lot die Ableitung vom Lot des Geschwindigkeitsvektors. Was also bedeutet, die Abszisse der Beschleunigung, das ist die zweite Ableitung der Abszisse vom Positionsvektor. Die Ordinate der Beschleunigung, das ist die zweite Ableitung von der Ordinate vom Positionsvektor und das Lot der Beschleunigung, das ist die zweite Ableitung vom Lot des Positionsvektors. Man kann mathematisch beweisen, dass dieser Beschleunigungsvektor in jedem Augenblick zur konkaven Seite der Laufbahn hin zeigt. Um jetzt die Größe der Beschleunigung in jedem Augenblick t zu bestimmen, rechnet man einfach die Länge dieses Vektors, das heißt auch die Norm
dieses Vektors. Also die Beschleunigung, die man zum Beispiel in Meter pro Quadratsekunde ausdrückt, berechnet man so. So analysiert man also eine Bewegung im 3D-Raum. Und wir haben hier auch ganz deutlich gesehen, was das mit Ableitungen zu tun hat.